Wir beschäftigen uns schon seit circa anderthalb Jahren mit einem neuen Logistikzentrum und das hat den Hintergrund, dass wir in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen sind, zuletzt im Jahr 2014 mit über 4,5 Millionen Sendungen. Und es hat es einfach notwendig gemacht, die Kapazität im Logistikzentrum zu erweitern, weil das All-Logistikzentrum einfach an seine Kapazitätsgrenze gelangt ist. Wir sind in Montabaur geografisch gut gelegen und haben sehr kurze Wege zu den Einlieferzentren unserer Frachtführer. Das bedeutet, Sendungen, die wir heute bei unseren Frachtführern einliefern, haben eine sehr hohe Chance, auch am nächsten Tag bereits von Kunden zugestellt zu werden, ohne dass sie per Overnight Delivery bestellt werden. Ca. 95% aller Sendungen, die wir heute an Frachtführer übergeben, sind bereits morgen in der Zustellung an unseren Kunden. Wenn der Kunde beispielsweise heute bis 21 Uhr sein Mobilfunkprodukt bei 1&1 auf der Webseite bestellt, kann er auch wählen, ob er es per Overnight direkt am nächsten Morgen schon zugestellt haben möchte. Oder im Falle eines Defektes liefern wir dem Kunden direkt am Folgetag ein Ersatzgerät und das sogar, wenn er bis abends 22 Uhr seinen Defekt bei uns meldet.